Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute erfährst du, wo du Boruto legal schauen kannst. Viel Spaß! Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist das hier quasi ein neues Format. Also, wenn du keine anderen Anime-Vorstellungen verpassen möchtest, wo du was schauen kannst, legal und eventuell kostenlos oder mit bezahlten Abo-Funktionen, dann abonniere jetzt diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten geht's jetzt weiter zum Thema Boruto. Boruto kannst kostenlos auf Crunchyroll schauen. Und mich wird oft gefragt, wie kann man denn kostenlos Crunchyroll benutzen? Wenn ihr Crunchyroll auf dem Handy benutzt, müsst ihr, soweit ich weiß, euch anmelden und dann könnt ihr auch ohne bezahlten Abo dort schauen. Auf dem Desktop ist es ein bisschen einfacher, da geht ihr einfach auf die Website und drückt einfach auf das Crunchyroll-Logo oben links und klickt einfach da drauf und dann landet ihr auf der Startseite, wo ihr alle Anime schauen könnt. Manche Anime, wo eine Krone oben drauf ist, die könnt ihr nicht anschauen, weil das quasi in Simulcast ist und ihr könnt das erst quasi eine Woche später anschauen. Ansonsten könnt ihr euch dort auch ein Abo holen und ja, deswegen. Ich werde nochmal ein richtiges ausführliches Tutorial machen, weil es irgendwie ziemlich oft gefragt wird, wie man auf Crunchyroll legal Anime schauen kann. Also falls du es nicht verpassen willst und das Video schon online ist, guck doch mal beim i, vielleicht ist es schon da, dann seht ihr es da. Ansonsten in meiner Endcard und wenn euch dieses Video gefallen hat, es hilfreich für euch war, würde ich mich extrem freuen, wenn du dieses Video mit einem positiven Daumen bewerten würdest. Ansonsten ab in die Kommentare eure nächsten Anime, die ihr unbedingt wissen wollt, wo man diese schauen kann. Dazu werde ich ein Video machen.